Läuft's schon? Cool, sehr schön. Hallo. Ja, ich erkläre euch heute so ein bisschen was zur alkoholischen Gärung im Allgemeinen und Matewein im Speziellen. Die Idee ist uns das erste Mal letztes Jahr gekommen zur Large Hackerspace Convention in Stuttgart beim Checkspace. Wir haben gedacht, wir müssen irgendwas Episches mitnehmen. Was machen wir, was können wir am besten? Nicht nur Alkohol trinken, lass uns doch mal welchen machen. Woraus? Probieren wir es mal mit Mate. Ich habe früher schon mal ein bisschen mit Wein gekeltert, mit meinem Nachbarn. Und naja, jetzt habe ich gedacht, so die alten eingestaubten Fähigkeiten, die holst du mal wieder raus. Du machst eigentlich genau alles das, was er damals gesagt hat, das ist böse. Sprich, wir haben uns ein Fass besorgt, wir haben uns hier einen Gärtrichter besorgt und haben da jede Menge Mate reingekippt. Dann alles so mit Gärhefen versetzt und dann halt einfach mal ziehen lassen. Das war das letzte Mal mit einer Woche Vorlaufzeit etwas suboptimal. Und da kam Severin jetzt zur Stickint auf die Idee, lass uns das Ganze doch mal mit ein bisschen mehr Vorlauf machen. Weil wir haben gemerkt, oh cool, 4 Wochen nach der Large Hackerspace Convention, das Zeug schmeckt ja richtig gut, wenn man es einfach nur mal ein bisschen länger stehen lässt. Das haben wir jetzt gemacht, okay, das waren jetzt 2,5 Wochen Vorlaufzeit, die wir hatten, schon mal ein bisschen besser. Ich meine, wir steigern uns nächstes Jahr zum Kongress vielleicht pünktlich. Ja, was haben wir konkret gemacht? Wir haben die Mate hier abgefüllt, wir haben, wie eben schon erwähnt, hier so ein bisschen Reinzuchthefe reingekippt von den Hefen. Da gibt es unterschiedliche Variationen. Früher, ganz früher, ist das durch natürliche Hefen, die auf den Trauben oder auf den Äpfeln, oder generell auf dem Obst, das gewesen ist, vorhanden waren, quasi natürlich in Gang geraten. Dadurch, dass wir es hier mit einem Industrieprodukt zu tun haben, können wir natürlich schon auf so einen natürlichen Gärstart warten, aber ich glaube nicht, dass das erwünschte Ergebnis hinten bei rauskommt. Ja, Mate Wein deswegen und nicht Mate Bier, weil wir hier mit einer Weinhefe arbeiten. Also es gibt unterschiedliche Sorten, die werden hauptsächlich dadurch unterschieden, was für eine Temperatur sie am besten vertragen, beziehungsweise wie gärfest die sind, beziehungsweise wie alkoholfest die sind. Also durch die Auswahl von so einer Hefe kann man auch bestimmen, wie hoch der maximale Alkoholgehalt bei dem Endergebnis nachher ist. Also je nachdem, wenn man so eine Hochleistungshefe nimmt, kann man es bis zu 25% Alkoholgehalt bringen. Ich habe heute mal mir so ein Vinometer gekauft. Die gibt es hier in so Plastikverpackungen, weil die etwas zerbrechlich sind, um den Alkoholgehalt zu bestimmen. Vinometer, das ist hier so ein kleines... Das sieht ein bisschen aus wie ein Fieberthermometer. Ich gebe das mal rum. Der erste, der es zerbricht, muss trinken. Ja, das Vinometer funktioniert folgendermaßen. Und zwar hat Wasser eine definierte Oberflächenspannung. Und wenn ich jetzt einfach Wasser in das Röhrchen reinkippe, durchtropfen lasse und stelle es danach dahin, dann wird dann durch den Kapillareffekt das Wasser bis quasi oben auf die Nullmarke gezogen. Wenn ich jetzt Alkohol, also in dem Fall jetzt Ethanol, einfülle, also das wird natürlich immer von der idealen Masse ausgegangen, mit was cremigen, maischigen funktioniert das Ganze nicht, sondern müsste möglichst dünnflüssig sein, wird dann die Oberflächenspannung reduziert und das steht dann halt einfach nachher weniger Flüssigkeit in dem Röhrchen. Ich habe vorhin jetzt mal gemessen, also nach ziemlich genau 2 Wochen und 2 Tagen haben wir einen Alkoholgehalt von 11%. Das ist schon mal nicht schlecht. Das Ganze hätte man sicherlich noch ein bisschen potenter in der kurzen Zeit hinbekommen können. Was bei den Hefen halt immer zu beachten ist, die dürfen nicht verhungern. Sprich, es muss immer ausreichend Zucker vorhanden sein. In der Regel Glucose. Wir haben jetzt einfach einen Raffinadezucker rein, der muss dann halt erstmal aufgespalten werden. Verzögert das aber nur unwesentlich. Man muss halt immer gucken, dass halt eine ordentliche, Grundzucker halt da ist, weil wenn halt irgendwann die Hefen mal verhungert sind, kann man Zucker reinkippen, wie man möchte. Die nehmen den nicht mal an und fallen halt irgendwann tot ab. Aber das Totabfallen ist auch ganz praktisch. Das haben wir halt spätestens, wenn wir den maximalen Alkoholgehalt halt erreicht haben,
Damit sich das Ganze dann halt auch wieder klärt. Weil wenn das Ding halt einmal ordentlich am Gären gewesen ist, die Ehe-Eck-Jungs, die können da ein Liedchen von erzählen, wie gut das geduftet hat, dann ist das halt mal schnell viel Action, aber schnell dann halt auch wieder vorbei, wenn man da nicht ordentlich Futter beigibt. Und das letzte Mal ist der Vorgang etwas langsam losgegangen. Die hatten zwar genug Glukose zum Futtern, aber es haben halt irgendwie so die Vitamine gefehlt. Deswegen habe ich hier nochmal so in den Giftschrank gegriffen und so eine Packung Hefenahrung geholt. Hefenahrungen sind so ein paar Ammoniumphosphat ist da drin und ein bisschen Vitamin B für die Muskeln. Hat es meiner Meinung nach diesmal schneller in Gang gebracht. Sonst hat man nämlich das Problem, dass die ja wie gesagt genug Zucker haben, um halt ihre anaeroben Vorgang, also die Zellatmung, also andersrum, durch die Zellatmung wird die Fructose und Glucose in Alkohol umgesetzt. Und das funktioniert aber halt nur, wenn sie nicht nur Futter haben, sondern halt auch ein paar Beimittelchen. Ja, es ist eigentlich nicht viel Hexenwerk dabei. Das Ganze nennt sich jetzt, glaube ich, obstähnliche Getränke. Es gibt da, ich verlinke nachher noch die einschlägigen Werke, die ich dazu gefunden habe. Was wir jetzt noch machen könnten, ist das Ganze halt so lange stehen lassen, bis da überhaupt nichts mehr gärt, bis die Hefe tot ist und dann halt nachher so viel Zucker reinmachen, dass es schmeckt, weil keine Hefe mehr drin ist, kann sprich auch nicht weiter umgesetzt werden. Aber da jetzt schon GPN ist, habe ich jetzt quasi das, was etwas säuerlich schmeckt, schon dann auf relativ angenehmen Zuckergehalt gehoben, der halt die nächsten Tage vielleicht noch ein bisschen reduziert werden kann. Sprich, ich habe vorher noch 2 Kilo Zucker reingekippt. Auf 15 Liter habe ich schon zweimal gemacht. Also ja, ist eigentlich nicht viel Hexenwerk dabei. Wenn das Ganze dann die Hefe sich abgesetzt hat, ziehen wir das Ganze von oben noch ab. Damit wir dann halt nachher eine möglichst klare Flüssigkeit haben. In der nächsten Iteration werden wir das Ganze dann halt auch mal in Flaschen füllen, ordentlich verkorken und machen dann so ein cooles Raumzeitlabor-Label drauf. Ja, ich habe mir vorhin schon mal was abgefüllt, weil das war bis oben hin voll und wenn man 2 Kilo Zucker reinmacht, ist halt ein bisschen Flüssigkeit übrig. Es tut mir echt leid. Also, wer möchte, da hinten ist noch ein bisschen was im Topf. Könnte sein, dass es noch leicht lauwarm ist, dadurch, dass ich es vorne erhitzt habe, damit der Zucker ein bisschen besser schmilzt. Moment, probier mal. Na, ich habe vorhin schon ein Glas getrunken. Oh. ja, schmeckt gut, besser als Robbie Bubble aus dem Supermarkt. Ja. Gut, das ist kein Kunststück. Und ja, Fragen soweit? Ja? Also die Frage war, Mathe hat keine Vitamine und ich sage, jetzt schon. ja, also die große Verkostung machen wir dann auf der GPN jetzt übermorgen, genau, ab Donnerstag dann in Karlsruhe. Ja. Nächste Iteration können wir vielleicht nochmal, weiß nicht, hat jemand von euch schon mal gebrannt? Also nicht in Flammen gestanden, sondern... Ja. Ich kann da was zu erzählen. Claudio? Ja, Claudia, wie weißt du, dass es kein Methanol da gibt? Naja gut, Methanol ist in geringen Mengen mehr oder weniger immer vorhanden. Also man hat halt immer irgendwelche Fuselstoffe. Die Fuselstoffe machen es aber halt auch aus, dass es individuell schmeckt. Ja, also wenn du, naja. Wenn du zu dem Winzerkeller gehst, dann hast du da eine Hefekultur, die da dominant ist. Und über diese dominante Hefekultur hast du halt auch einen individuellen Geschmack. Das heißt, du kannst dann auch eine natürliche Gärung in Gang bringen. Und dadurch hast du natürlich ein Produkt, das für die ausgebildete Zunge auch exakt aus diesem einen Winzerkeller also herzuleiten ist. Der weiß, da kommt das her. Dadurch, dass wir halt aber jetzt hier Industriehefe verwenden, gibt es quasi keine schlechten Hefen, die dominante Fuselstoffe entwickeln können. Es gibt natürlich immer, auch wenn man putzt und immer sauber ist, gibt es halt immer noch so ein paar Beimengen, aber unterm Schnitt kannst du immer davon ausgehen, wenn du sauber arbeitest, wenn du Hefe nimmst, egal ob das jetzt hier gekörnte oder mit einem Gäransatz flüssige ist.
dass du da halt keinen überstarken Methanolgehalt hast, der dann im schlimmsten Fall, für glasige Augen sorgt, ja, oder dafür, dass du halt morgens nicht mehr aufstehst. Ja, aber das passiert nicht. Nicht, wenn du sauber arbeitest und wenn du mit sauberen Hefen arbeitest. Wenn ich jetzt natürlich die Mate hätte hier stehen lassen, bis sie anfängt von alleine zu gären, dann wären da Fuselstoffe drin, die du nicht in deinem Körper haben möchtest, ja. Aber da wären noch ganz andere Sachen drin. Weil bevor da halt irgendwelche Hefekulturen anfangen zu wachsen, hast du da eher ein Schimmelpilzproblem. Ja. Wie funktioniert das Abziehen genau? Ja, das Abziehen ist eigentlich nichts anderes als ein Gefäß nehmen, das genauso groß ist wie das, daneben stellen, Schlauch reinhalten, unter Druck und ablaufen lassen. Das ist halt nur, damit du das jetzt nicht unten über den Hahn ziehst, was du natürlich, wenn nicht viel Hefe, nicht viel Bodensatz unten drin ist, kannst du es schon über den Hahn machen und langsam ablaufen lassen. Aber du hast halt immer die Gefahr, dass halt trotzdem immer noch irgendwie Hefe mit dazu kommt. Wenn du es halt jetzt von oben abziehst, direkt und dann halt langsam immer weiter runter, kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass da halt alle vormaligen Schwebstoffe, die sich abgesetzt haben, halt nicht irgendwie mit abfüllst. Ja, und dann kannst du es wieder in das Fass zurück oder wohin auch immer. Also nochmal würde ich mir so ein Plastikfass zwar schon kaufen, aber vielleicht ein kleineres und würde dann hier den eigentlichen Gärvorgang in einem Glasballon machen, damit man auch ein bisschen was sieht. Weil so ist es ganz schön, wenn es zwar hinten in der E-Ecke stinkt und blubbert, aber man sieht halt nicht wirklich gerade, wie trüb ist das Ganze, hat sich das schon angefangen zu klären, sollte ich die Finger weg von lassen oder soll ich da jetzt Zucker drunter rühren? Naja, das kommt noch zur Klärung danach, ein bisschen die Erzflüssigkeit. Nee. Ja. Ansonsten. Wie viel Öxle hat er? Ja, Öxle. Also man kann natürlich den späteren Alkoholgehalt nicht nur einstellen über die Hefesorte, die man verwendet, sondern auch, indem man kann auch eine extrem resistente Hefe nehmen, die, was weiß ich, bis zu 20% geht, möchte aber nur ein Ergebnis von 8% haben. Dann kann man natürlich über die Dichte mit einem sogenannten Öxle-Messer, das macht nichts anderes als so ein kleines schwimmendes Messgerät, das man da reinhält, ablesen, wie hoch ist gerade der Zuckergehalt. Und über das Zuckervolumenverhältnis kann man dann ausrechnen, wie viel Alkoholgehalt nachher im Endergebnis ist. Sprich, du hast dann halt nachher bei 8% deine Hefe verhungern lassen, die Hefe setzt sich ab, du ziehst die ab und dann zuckerst du nach. Ja, um dann halt nicht halt das extrem saure und alkoholhaltige Getränk zu haben, sondern halt das extrem saure, aber das merkst du nicht mehr, weil ist ja wieder Zucker drin. Also die Säure in einem Wein oder generell in alkoholischen Getränken oder auch in Säften, stellt sich immer ein über das Säure-Zucker-Verhältnis. Sprich, wenn du das Gefühl hast, der ist zu sauer und ein anderer Wein, der ist dir zu süß, dann musst du aber nicht unbedingt der süße Wein weniger Säure haben, sondern der süße Wein kann auch mehr Säure haben als der saure, hat aber einfach nur mehr Zucker drin und deswegen schmeckst du die Säure nicht. Und das ist das Gleiche wie hier. Und wie viel Öxle gerade jetzt tatsächlich hat, weiß ich nicht. Weil ich habe keine Lust gehabt, 30 Euro für ein Öxle-Messer auszugeben. Ich habe jetzt hier irgendwie 6 Euro in Vinometer investiert, damit ich weiß, wie viel Eis ich nachher in die Gläser reinmachen muss, um die Leute auf der GPN bei Laune zu halten. Aber ich denke, jetzt lassen wir das noch ein bisschen laufen, dann kommen wir noch vielleicht auch mal zu 13% und dann haben wir noch mit 15 Liter ein bisschen Spaß. Danke.